Meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einem sehr speziellen Video. Ich habe ja schon öfter mal andere Videos gemacht, zum Beispiel über Tastaturen oder Mäuse oder sowas. Aber ihr wisst ja, oder die Leute, die die letzten Videos verfolgt haben, wissen ja, dass ich mit meiner Freundin in Norwegen bin. Einen kleinen Urlaub haben wir gemacht und die Leute wissen auch, vor allem die, die meine Rennspielvideos geguckt haben, dass ich total auf ein bestimmtes Auto stehe, beziehungsweise wenn jemand fragt, zum Beispiel bei AskFM, was für ein Auto ich denn gerne hätte, dann sage ich oft nicht Ferrari oder so, sondern sage ich Tesla Model S. Und jetzt sind wir nämlich in Norwegen und ich hatte schon mal erzählt, dass ich hier die Möglichkeit haben könnte, so ein Auto mir mal näher anzuschauen. Das war jetzt auch das erste Mal, dass ich so ein Auto selber direkt hier innen drin gesehen habe und auch mal fahren konnte und mitfahren konnte. Wir waren auch schon viel unterwegs und deswegen wollte ich euch in diesem kleinen Video mal so ein bisschen zeigen, ja, was das für ein Auto ist und warum ich das so cool finde. Also wenn ihr euch dafür interessiert, dann könnt ihr in diesem Video etwas über das Auto erfahren und ihr seht auch mal ein bisschen, wie wir damit rumfahren und ein bisschen von außen und von innen und so weiter und es gibt ein paar Infos zum Auto, weil ich selber das Auto sehr cool finde und deswegen dachte ich mir, zeige ich das den Leuten von meinen Zuschauern, die das interessiert, weil ich hatte auf Facebook unter anderem auch am Anfang des Urlaubs ein Bild gepostet von dem Auto und da haben ganz viele auch schon gefragt, ob wir dann nicht ein Video zu machen können und deswegen machen wir das. Also viel Spaß bei dem Video. Annika sitzt jetzt im Tesla drin und der ist aber so eingestellt, wie Daniel ihn fährt und der ist über 1,80 oder wie groß bist du? Knapp 1,90 und Annika kommt nicht mal irgendwie in die Nähe der Pedale, glaube ich, streckt mal so ein bisschen, ja. Gut, also so könnte sie jedenfalls nicht fahren. Das Coole ist, dass man beim Tesla verschiedene Profile speichern kann für verschiedene Personen und dann wird der Sitz automatisch eingestellt. Jetzt kann die Annika mal den Sitz von meiner Schwester so einstellen, dann müsste der sich verfahren. Jetzt fährt das nach vorne. Und das Lenkrad verstellt sich auch. Und der Sitz geht nach hinten. Annika wird also jetzt durch die Gegend gefahren. Und jetzt ist schon besser, oder? Es fährt immer noch. Annika sagt, es wäre immer noch ein bisschen weit weg. Aber du kommst jetzt gut ans Lenkrad dran schon. Und das sieht schon deutlich besser aus. Also das ist natürlich eine ganz coole Sache, weil wenn man natürlich verschiedene Personen hat, die verschieden groß sind und immer alles ewig umstellen muss, dann ist das natürlich eine Menge Arbeit. Aber so kann man das ganz gut einfach speichern. Einmal einstellen und speichern und dann... Jetzt fährt sie wieder zurück auf Daniels Position. Annika verschwindet wieder in der Senke. Tschüss. Einmal zurücklehnen. Also auf jeden Fall eine praktische Sache. So, also. Können wir reden? Dann dreht sich um und geht an. Okay. Und dann? Hast du hier Drive und Rear. Ja. Und am Ende dann ist fest geparkt, was die Handbremse, wenn du dann am Ende wieder drauf drückst, wenn wir stehen bleiben wollen. Und der hat jetzt zwei Stufen. Eine Stufe ist nur auf N und dann zweites auf D, das heißt, du drückst einfach ganz runter, dann ist er auf Drive. Ja, so, okay. Und jetzt Bremse loslassen, dann rollt er schon los. Und du sagst mir, wo wir langfahren. Ja. Blinker ist der hier? Oder Blinker ist der untere. Stark? Ist lustig. Ja, wenn du vom Gas gehst, ja, genau, das kennt man halt nicht so, ne? Ja. Rechts lang? Ja. Krass. Das kennt man natürlich gar nicht so von anderen Autos, dieses Bremsen, ne? Obwohl wir jetzt gerade heute ein bisschen Pech haben mit dem Wetter, es regnet nämlich wie Sau, stehen wir jetzt hier unter einer Autobrücke. Kannst du mal kurz nach oben zeigen. Und hier haben wir jetzt ein bisschen Glück, hier ist nämlich jetzt trocken. Und wir wollten mal kurz den Frunk zeigen, das ist nämlich bei Tesla auch eine eigene Erfindung, glaube ich, der Name. Nämlich bei normalen Autos hat man ja vorne meistens einen Motorblock und hier haben wir ja das eben nicht, weil es ein Elektroauto ist. Und deswegen haben wir vorne noch mehr Stauraum. Einfach anheben. Hält der dann alleine? Wir können nicht richtig einsperren. Die haben sich, ja genau, das wollten wir am besten machen. Da muss ich wahrscheinlich dann das... schon die Füße da reinholen wahrscheinlich, oder? Gucken wir jetzt. Also du siehst mich, ja? Alles gut, okay. Dann können wir jetzt mal zeigen, wie groß dieser Front-Kofferraum ist. Aber dann muss ich dir das Mikrofon geben und dann könnt ihr mich mal einschließen. Was? Okay, tschüss.
Genau. Also wie man sieht, es passt ein ganzer Walle rein. Und da ist auf jeden Fall noch Platz für ordentlich Gepäck, Koffer, was auch immer. Und das ist halt eben ein großer Vorteil. Das hat man ja bei anderen Autos nicht, weil man da immer sonst normalerweise den Motor hat. Und ist noch viel Stauraum. So, und jetzt stehen wir hinterm Auto und wie wir vorne Platz haben, haben wir auch hinten natürlich nochmal viel Platz. Da passt auch mehr rein als bei den meisten normalen Autos. Aber wenn man gerade nicht viel Gepäck dabei hat und kleine Kinder hat, dann kann man hier noch zwei extra Sitze haben, denn man hat dann im Endeffekt 7 Sitzplätze. Also, wie gesagt, das Auto wird so zum 7-Sitzer und für Erwachsene ist es aber eher nicht geeignet, also mit 7 Erwachsenen wird es eng. So, jetzt würde das nicht mehr so richtig passen. Also für Erwachsene ist es hier hinten ein bisschen eng, aber man kann, haben wir eben nachgeguckt in der Bedienungsanleitung, Kinder bis 36 Kilo und 1,35 Körpergröße hier ohne Probleme mitführen. Und da ist dann auch für die ganz bequem Platz. Ich habe auch schon gesagt öfters, als Kind hätte ich das super gefunden, hinten rauszugucken. Also wenn man dann die Straße wegfliegen sieht und die anderen Autos, dann kann man schön winken. Finde ich auf jeden Fall eine gute Sache und so hat man auf jeden Fall viel Stauraum, selbst wenn man hinten noch Kinder mitnimmt. Vorne ist ja immer noch Platz für Gepäck und Einkäufe und was auch immer. Und das ist eben der große Kofferraum. Und wenn man eben keine Kinder dabei hat, dann macht man das einfach runter, geht ja ganz schnell und hat dann eine riesen Staufläche hinten. Und dann haben wir hier hinten im Kofferraum in der Ecke auch noch das Ladekabel, denn so ein Elektroauto muss man natürlich auch laden. Das ist ein ziemlich dickes Kabel, da muss ja auch möglicherweise dann ziemlich viel Leistung durch und das kann man also dann im Kofferraum bequem mittragen. Also das ist die Fahrzeugseite, das ist ein Typ-2-Stecker von Mendes erfunden. Darauf hat sich die Europäische Union erfreulicherweise auf einen europäischen Standard geeinigt. Sollen jetzt alle kommenden Elektroautos in Europa zumindest haben. Davon braucht man noch, weil es über Datenkabel hier oben Steuerung ans Auto liefert, braucht man noch eine Steuereinheit. Und dann geht es auf einen normalen, entweder normale Haushaltssteckdose oder in Norwegen auf 32 Ampere Anschluss. Geht auch mit 400 Volt, Dreiphase. Zu Hause kann ich hier einfach den Stecker abmachen. Ich habe verschiedene Adapter von denen. Ich habe einen roten für die Drehstromsteckdose und einen schwarzen für die Haushaltssteckdose. Ist auf jeden Fall ein ziemlich massives Ladekabel und hier hinten kann man das bequem in der Seite zum Beispiel verstauen. Kannst du ja aussuchen, ob du vorwärts oder rückwärts.
Okay, das war aber zum ein bisschen sehr ruckelig. Entschuldigung. Hast du nicht klar gehalten? Nicht so ganz. Ich mach's mal rückwärts. Also ganz nach oben, ja? Genau, ganz nach oben. Siehst du ja links im Außenspiegel. Liegt aber auch wieder, ne? Ja, genau. Links im Außenspiegel siehst du ja die Bordsteinkante. Wir sind jetzt hier zu einem Supercharger gefahren. Das sind die Tesla-eigenen Ladestationen. Und hier gibt's kostenlos, sehr schnell, sehr viel Strom. Und deswegen werden wir jetzt hier mal ein bisschen auftanken. Kannst auch eigentlich kurz hier rüberkommen, wenn du willst. Dann kann man das genauer zeigen. Sieht man das? Ja, ne? Also hier gibt's die Ladestation. Ah, okay. So. Das sind so richtig dicke Kabel. So. Und dann musst du so machen, dass man das hier sieht. Gesundheit. So, dann geht es auf, dann gibt es einen Knopf, so rum, ja? Ah, jetzt, okay, jetzt hat er, so, jetzt leuchtet er und nimmt den fest und jetzt können wir gleich auch mal drinnen ein bisschen filmen, wie schnell der jetzt lädt und wie stark und der Daniel kann uns gleich noch ein bisschen erklären, wo wir jetzt hier sind und was das ist, dieses Supercharger-System. So, wir sind jetzt hier an einem Supercharger von Tesla angekommen und wo wir hier sind, ich weiß nämlich nicht, welcher das ist und was an denen so besonders ist und was man hier machen kann, das kannst du Daniel erzählen. Ja. Welcher Supercharger ist das hier? Wir sind in Asperja auf Tingvoll. Ja. Das ist so eine kleine Kommune hier in Mittelnorwegen, nicht weit von der Küste, nicht so weit von Trondheim. Ist der Supercharger, der die in Anführungszeichen Großstädte Trondheim und Kristiansund verbinden soll, oder so in die Richtung. Ist der insgesamt 12., den sie in Norwegen aufgemacht haben. Die ersten 6 in Europa, die kamen letztes Jahr im August und haben dieses Jahr 6 neue in Norwegen dazu gebaut. Also in Europa, in Deutschland, Schweiz, Österreich, Holland gibt es ja inzwischen mehrere, aber letztes Jahr diese ersten 6 in Norwegen, das waren auch die ersten in Europa. Und der Supercharger hier ist noch ganz neu, ne? Ja, es ist jetzt Montagnachmittag und aufgemacht hat der Freitagabend. Also ist wirklich nur ein paar Tage erst alt. Und jetzt steht hier gerade ausnahmsweise kein anderer Tesla. Wir stehen jetzt hier alleine. Aber sonst in Norwegen gibt es das auch öfter mal, dass da viele gerade laden, ne? Ja, ich habe es in Norwegen schon öfters mal erlebt, dass auch so irgendwie 5, 6 andere da sind. In Deutschland war es relativ leer, da hat man manchmal ein oder zwei andere getroffen, aber in Norwegen fängt es jetzt schon an, dass die Stationen durchaus mal voll sind. Vielleicht mal auch ganz kurz warten muss, aber geht ja relativ schnell dann, bis der nächste dran ist. Und sonst könnt ihr meistens so, also jetzt hier in dem Fall sind es jetzt 8 Charger, ne? Aber meistens sind es auch so 6 bis 8 oder wie viele können da so laden gleichzeitig? Das, was ich meiste, was ich gesehen habe, sind 8. Also es sind dann 4 Ladestationen, die sich auf jeweils dann 2 Lader verteilen und dadurch hast du 8 Stellplätze. Gibt ein paar wenige mit 6, aber der Standard, würde ich sagen, ist 8 in Europa. Okay, und wenn wir jetzt hier so ganz schnell vollladen, musst du dafür was bezahlen? Hier jetzt beim Laden direkt bezahlt man nichts. Das Auto war nicht ganz billig, man bezahlt dadurch beim Kaufen des Autos im Grundpreis ein bisschen was mit. Aber das Schöne ist, hier fährt man einfach hin, steckt der Stecker rein, lädt er automatisch. Das ist ein gutes Gefühl, man hat ja im Prinzip schon vergessen, was man für das Auto ausgegeben hat. So gesehen fährt man kostenlos, ja. Es fühlt sich dann kostenlos an, ja. Und das gilt erst einmal ein Leben lang, ja. Es geht, solange das Auto lebt, ja, ganz genau. Und wir sehen hier in Norwegen vor allem auch viele Nissan Leafs rumfahren und auch teilweise andere Elektroautos, weil es hier generell sehr viele Elektroautos gibt, aber die können hier an diesen Stationen nicht laden. Genau, Tesla Supercharger sind bisher nur für Tesla alleine. Hat Tesla seine eigene Infrastruktur gebaut, um seine Autos gut verkaufen zu können. So wie es aussieht, kann das sein, dass man mal irgendwann andere Autos hier sehen wird. Jetzt in erster Linie dieses Jahr nur das Model S, nächstes Jahr das Model X und später mal Generation 3. Aber vielleicht wird es mal die Möglichkeit geben, dass andere Autofirmen hier mit dazukommen. Zum Beispiel der Mercedes B-Klasse hat ja eine Tesla-Antriebstechnik, aber darf bisher hier auch noch nicht laden. Also es wird sich zeigen, was daran. Das ist ja sowieso der Anfang von einer spannenden Zeit. Ich hoffe, dass in den nächsten 5 und 10 Jahren da viel passieren wird. Heute hast du oft mehrere 100 Kilometer zwischen Superchargern. Ich hoffe, das wird mal später ein bisschen wie Tankstellen sein, so von der Dichte her, vom Netz. Und dann ist es ja auch nicht so kritisch, wenn auch andere da laden können. Ja, weil noch ist das Netz ja eher so gebaut, dass man quasi immer von einer bis zur nächsten fahren kann, ungefähr von der Reichweite her, dass sie erstmal versuchen, generell ein grobes Netz zu legen sozusagen, ne? Dass man überall einen erreichbar hat und dann vielleicht später noch enger. Dann wischen wir jetzt noch eben den Bildschirm, damit die Fingertapser nicht zu sehen sind. Musst du wahrscheinlich in den Wischmodus gehen oder genau, so. Genau, Clean Mode. Clean Mode. Aha. Das war der Clean Mode? Ja, auch mal gesehen. Zum Putzen, so. Und hier sieht man jetzt schon ganz gut, dass der relativ schnell lädt. Da kann man jetzt fast zugucken, wenn du mal ein bisschen drauf bleibst, sieht man da die Reichweite sogar höher klettern. Dann kann der Daniel mal erklären, was genau wir jetzt hier auf dem Bildschirm erkennen, was beim Supercharger so speziell ist. Also der Balken, der zeigt die Gesamtkapazität der Batterie an. Wie man sieht, haben wir jetzt ungefähr gerade 50%, was etwa 194 Kilometer entspricht. Gesetzte Reichweite gerade soll bis 90% laden. Was der Supercharger oder was die Ladung an sich anzeigt, steht da Charging, ist die Spannung 375 Volt, ist die Betriebsspannung vom Tesla
und 230 Ampere. Jeder, der irgendwann mal eine Batterie in der Hand hat, der weiß, dass 1 Ampere relativ viel ist. Man spricht eher von Milliampere bei Batterien. Mhm. 230 Ampere sind also ziemlich viel. Hier links sieht man dann die Ladeleistung, mit der er gerade lädt, 86, 85 Kilowatt. Und seitdem wir gerade eben eingesteckt sind, hat er schon 6 Kilowattstunden geladen. Was das Besondere am Supercharger ist, dass diese 85 Kilowatt, die da stehen, nicht so besonders normal sind. Wenn man zu Hause an der Haushaltssteckdose mit 230 Volt und 16 Ampere steht, dann kriegt man da 3,5. Das heißt, was wir hier jetzt gerade 6 Kilowattstunden geladen haben, dafür braucht man 2 Stunden zu Hause, was hier in ein paar Minuten reinfließt. Das erklärt sich daraus auch schon, dass man zu Hause auch mal 25 bis 30 Stunden warten kann, bis das Auto vollgeladen ist, was am Supercharger in weniger als einer Stunde passiert. Ja, wir sind ja jetzt auch schon, seit wir hier aufnehmen, sind schon wieder einige Kilometer dazugekommen. Also man kann quasi jetzt zugucken, wie die Reichweite wieder höher geht. Netter Nebeneffekt, das Ganze ist kostenlos, beziehungsweise man bezahlt ja im Auto einen kleinen Teil, aber du bezahlst jetzt hier am Supercharger nichts. Da stehen einfach die Stationen und du steckst dein Auto dran. Also da musst du jetzt nichts irgendwie bezahlen für. Wie wir jetzt schon sehen, geht gerade die Ladeleistung langsam runter. Kommt man mit einer relativ leeren Batterie an, kriegt man auch durchaus 110, 120 Kilowatt Ladeleistung. Wird aber dann, je voller die Batterie wird, zurückgefahren, um die Batterie nicht zu schaden. Also wenn man ganz, ganz voll laden will, geht die Ladeleistung am Ende bis auf 25, 30 Kilowatt zurück. Genau, da kannst du vielleicht auch noch kurz was dazu sagen, dass man ja meistens oder am besten nie oder selten ganz voll lädt und warum das so ist. Ja, also wenn man hier so, dafür kann man dieses Charge Limit setzen, diesen kleinen Pfeil, sieht man, was Tesla empfiehlt. Tesla sagt sich im Bereich, ich glaube, das ist 50 bis 90%, ja, ist der Bereich, den sie sagen, soll man für den täglichen Gebrauch verwenden. Wenn man wirklich auf lange Strecken fährt, dann kann man auch bis 100% vollladen. Also die Möglichkeit ist auf jeden Fall natürlich da. Der Grund dafür, dass man das nicht macht, ist, dass Lithium-Ionen-Batterien eine geschwächte Lebenszeit haben, wenn man zu oft die Batterie unter volle Spannung setzt. Das heißt, es schadet den Batteriezellen, wenn die Spannung zu hoch ist, also sie vollgeladen sind. Und das Kritische daran ist eigentlich eher, wenn man sie lange stehen lässt. Das heißt, wenn wir jetzt wissen, dass wir heute Nachmittag noch weit fahren müssen, dann ist es überhaupt kein Problem, auf 100% zu laden. Wenn wir aber die nächsten 2 Wochen in Urlaub fliegen und das Auto stehen lassen, sollte man auf keinen Fall 100% laden und stehen lassen, weil man dadurch die Lebenszeit verkürzt von der Batterie. Liebe Zuschauer, das war der erste Teil meiner Vorstellung des Tesla Model S. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen und ihr habt schon mal einige Informationen mitnehmen können. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit einem ausführlichen Interview mit Daniel, dem das Auto gehört und der das Auto gekauft hat. Warum hat er das Auto gekauft? Hat er bisher irgendwelche Nachteile erfahren? Wie sind seine Erfahrungen bisher? Und so weiter und so fort. Wenn euch das interessiert, findet ihr dann demnächst hier auch den Link zum zweiten Part. Und ansonsten müsst ihr noch ein paar Tage warten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum zweiten Part. Euer Walle. Bye, bye.